Ich bin Anna Maria und ja, für dieses Video, das ihr gleich sehen werdet, wollte ich jetzt noch kurz ein Intro drehen, weil als ich mal in Hamburg war, habe ich für euch ein Follow Me Around gedreht, aber ich habe das nie hochgeladen, weil ich es irgendwann vergessen habe und habe das aber alles schon fertig geschnitten und so und ich dachte, vielleicht vor Jahresende zeige ich euch nochmal mein Follow Me Around in Hamburg. Da habe ich auch die anderen Mädels von Jeremy Six Topmodel getroffen. Und ich dachte, ich zeige es euch, bevor das Jahr um ist, weil es ist schon ein Monat her und ja, ich dusel, hab's voll vergessen. Und deswegen zeige ich es euch nochmal vor Jahresende und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Tschüss! Ich bin gerade in der Bahn und wir sind jetzt auf dem Weg nach Hamburg, also ich und Filipina Crowd. Meine Schwester, meine Mutter und noch ihre ganzen philippinischen Freundinnen. Also wir machen einen kleinen Wochenendausflug nach Hamburg. Wochenendausflug. Also wir sind jetzt in Hamburg endlich angekommen und ich habe ein paar Stunden geschlafen, wie man vielleicht sehen kann. Und ich glaube, es war so lustig im Zug, aber ja. Mit Asiaten, nee, mit Filipinos ist es ein bisschen stressig zu reisen, aber wir haben es geschafft, wir sind angekommen und suchen jetzt unser Hotel. Wird meine Schwester jetzt erstmal zu einem Fotoshooting gehen. Mit so Beikleidern und so. So, das ist jetzt meine Schwester in ihrem ersten Outfit. Ein Cocktailkleid. Ja. Und sie hat ihre Haare gefärbt übrigens. Sie hat jetzt so dunklere Haare. Sieht jetzt ein bisschen türkisch aus, finde ich. Also ich finde, es sieht schön aus. Aber ich finde, im Dunkelkeller könnte es auch sein. Ja. Ist ein bisschen zu dunkel geworden, findet sie, aber ja. Färben wir es einfach um, ne? Und hier sind so andere Leute. Meine Schwester macht bei einer Misswahl mit. Das nennt sich Miss Pacific und morgen ist das 10-jährige Jubiläum. Sie vertritt Deutschland. Ah, nee. Ich mach ein kleines Interview mit dir, okay? Wie fühlst du dich jetzt? Du machst bei einer Misswahl mit Miss Pacific. Wie groß ist der Wunsch nach dem ersten Platz? Also der Wunsch ist natürlich sehr groß. Ich will das Ding gewinnen, weil ich will natürlich, was gewinnt man hier? Eine Reise nach England. Das ist ihr Abendkleid. Schön. Schaut mal, wer hier ist. Na? Ich weiß nicht, ob man uns erkennt. Ja. Aber. weil ich hier gerade in Hamburg bin, dachte ich, wir treffen uns, weil sie hier wohnt und deswegen, ja. Und jetzt gehen wir wir gehen was zum Essen suchen. Vapiano! Yay! Alle, die Vapiano mögen, Daumen hoch! Ich liebe das Vapiano! Und sie wird mir ein bisschen die Stadt zeigen und so, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Und ja. Jetzt. Hamburg ist cool, Hamburg ist eine geile Stadt. Hamburg ist echt schön. Ja, ein bisschen schwimmen cool. Noch. Ja. Und dann morgen schläft sie bei mir. Ja. Ja, dann machen wir noch ein Video. Genau, wir machen noch ein Video zusammen. Wir müssen halt uns noch überlegen, welches wir drehen werden. Ja. Und Luise werden wir später auch noch treffen. In der Bar. Kleine Model-Gang hier. Ja, genau. Wir ziehen durch Hamburg, also kommt alle vorbei. Toll, jetzt hast du es nicht drauf, ne? Dann schneidest du weg. Ja. Sorry. Hallo. Hi. Hi. Na? Na, ja, genau du. Nein, Spaß. Also wir sind jetzt am Jungfernstieg. Jungfernstieg, ja. Jungfernstieg. Alster. Alster, genau. Jetzt sind wir in Hamburg angekommen. Vorher waren wir Stephansplatz, also für alle Hamburger. Wir waren schon die ganze Zeit so standmäßig unterwegs. Okay. Das ist gerade ein Video. Hallo. Hallo. Bin ich jetzt auf Instagram? Hallo, schöner Tag. Oh Gott. Na, schlecht? Lecker. Kann man das nicht mit Blitz machen? Hallo. Thank you.
Tränen in eure Augen immer so, auch immer so, wenn Wind kommt, bei mir voll übel. Und jetzt gehen wir zum H&M. Wo ist der? Ah, der davon. Genau. Hier in Hamburg gibt es einfach viel zu viele Läden. Wir wissen gar nicht, wo wir reingehen sollen. Ja. Will ich schon mal. Aber schade, dass das Wetter so blöd ist. Ja. Aber egal, wir schaffen das auch. Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie so durch Hamburg laufen? Also mir ist kalt, meine Augen drehen die ganze Zeit, aber ich finde Hamburg sehr schön. Und es ist voll windig. Aber vor allem, aber alle Läden sind voll zerstreut. Ja, so gar nicht so zentral. Ja. Bist du nicht Anna-Maria? Ja. Oh Gott, voll cool. Hey, das wär's, gell, wie gestern. Also, ich hab voll die Sprachfehler. Okay, wir sind jetzt ein bisschen was shoppen gewesen. Sie hat auch ein bisschen was gekauft. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Hotel und müssen uns vorbereiten auf das Event heute Abend. Und ja. Ansonsten, Hamburg ist richtig schön. Ja, wir haben uns voll in Hamburg verliebt. Da gibt es richtig viele geile Läden. Hier wird gerade ein kleines gefahren, weil wir so eine Tageskarte geholt haben, haben uns ein bisschen so eine kleine Stadtrundfahrt gemacht. So kalt hier. Und es ist voll kalt, aber egal, und wir sind voll müde, weil wir gar nicht geschlafen haben. Und jetzt gehen wir zum Hafen und gucken uns den Hafen an. To California, seen the sights and people there. Walked the streets of sleepy sea towns, tasted salty ocean air. So, jetzt waren wir gerade im Hamburg Dungeon. Und Kat, wie fandest du das Hamburg Dungeon? Schon gruselig? Nicht. Die Gegend hier ist gerade voll schön. Hier ist überall so, sind so überall Wackersteine irgendwie. So rote, oder nee, keine Ahnung, wie man das nennt. So, wie nennt man das gerade? Wackersteine? So rote und so alles altmodisch, Pflastersteine und so. Voll schön. So
geil. Und da hinten ist so eine Kirche. Wir faszinieren uns voll an der Stadt, aber das ist bestimmt für die Hamburger voll normal. Ja, auf jeden Fall, bei uns gibt es sowas nicht, deswegen ist es voll cool. Und unsere Nasen laufen, Bagels, Chapati. Und es ist so kalt gerade, meine Hände sind so abgefroren. Also ich bin jetzt im Wald, hier in Hamburg, ein bisschen die Natur genießen, hier, wie man sehen kann. Und dann geht's auch schon nach Hause. Und tschüss!